Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf dem Kanal Multiplayer. Und ja, heute habe ich eine wirklich sehr, sehr, sehr große, wirklich sehr große Mod für euch. Deshalb sage ich jetzt schon, ich kann euch einfach nicht alles zeigen. Das würde sonst Stunden dauern, dieses Video. Und außerdem will ich euch ja auch nicht alles wegnehmen. Ihr sollt ja auch noch ein bisschen was selber entdecken können. Und deshalb zeige ich euch jetzt einfach nur mal das Wichtigste. Diese Mod wurde von Drepio vorgeschlagen. Ich hoffe, der Name ist jetzt richtig ausgesprochen, aber müsste eigentlich. Und wenn ihr irgendwelche coolen Mods habt, die euch gefallen oder was weiß ich, die ihr gerne vorgestellt haben wollt, schreibt sie mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Das kann ich nur immer wieder sagen, denn mir gehen langsam wirklich die guten Mods aus. Es gibt irgendwie leider, habe ich so das Gefühl, immer weniger gute Mods. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass also ich habe gehört, dass der Entwickler von Forge, also damit, wo man die Mods installiert, dass der das nicht mehr weiter updaten will und dass die Modder deshalb keine Lust mehr haben, weiter Mods zu entwickeln. Also ich fände das echt schade. Deshalb habe ich so das Gefühl, dass keine coolen Mods, dass es kaum noch coole Mods mehr gibt. Und deshalb, falls ihr welche kennt, schreibt sie doch unten in die Kommentare. Wäre ich euch wirklich dankbar für. Fangen wir jetzt erstmal an mit dem neuen Biom. Und danach zu den ganzen Bauwerken, die da noch so hinzugefügt werden. Da seht ihr jetzt so eine kleine Cinematic. Außerdem gibt es auch noch Castles, also Burgen, und ja, da habe ich leider keine gefunden und deshalb seht ihr jetzt im Hintergrund nur ein Foto. Ja, was ich noch zu den Turtle Villages dazu sagen muss, anscheinend gibt es die so in ganz normalen Welten, sind die anscheinend nicht zu finden. Und deshalb bin ich jetzt mal auf so eine Superflat-Map gegangen und da ist ja das Biom eigentlich überall Grasland und deshalb habe ich mir gedacht, weil da drin steht, dass die im Grasland spawnen, bin ich jetzt mal hier auf die Superflat-Map gegangen und habe da mal eine neue Welt generiert und ja, jetzt habe ich auch Turtle Villages gefunden. Allerdings, was ich echt beschissen
finde, man kann jetzt keine gescheite Superflat Map mehr erstellen, ohne dass überall, wirklich überall diese Turtle Villages sind. Also das finde ich, alter, leck das. Das finde ich wirklich richtig kacke. Denn ja, ich denke mir, dass ich diesen Mod, dass ich auch eine Super Flat Map erstellen will, ohne dass hier. Warum ruckelt diese Kacke? Ohne dass hier jetzt überall, wirklich überall diese Turtle Houses gespawnt werden. Also das finde ich wirklich noch verbesserungswürdig. So, machen wir jetzt mal mit ein paar von den wichtigsten Items und ein paar von den so wichtigsten, ja, ich sage jetzt einfach mal wichtigsten Blöcken, die noch durch diese Mod hinzugefügt werden. Einmal sind das hier so Great Wood Sachen halt, die Tree Planks, und Great Wood müssen die Bäume sein, die man in dem neuen Biom findet. Es werden auch noch eine ganze Menge andere Bäume hinzugefügt. Allerdings kann ich mich nicht wirklich erinnern, die schon irgendwo hier in dem Spiel implementiert zu sehen. Außer zwei Stück, glaube ich. Die anderen gibt es zwar schon, aber ich habe die ehrlich gesagt noch nirgendwo hier auf dieser Map spawnen gesehen. Also halt stehen sehen. Es kann sein, dass die irgendwie im neuen Biom stehen, ich die noch nicht gesehen habe. Aber falls ich mich da jetzt irre, dass sie noch nicht hinzugefügt wurden, dann tut es mir echt leid. Aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, man kann jetzt auch fe so Fenster herstellen, so mit Rahmen und so. Finde ich, sieht echt cool aus. Was ich auch sehr cool finde, sind diese Treppen aus den Stämmen. Halt nicht aus den, nur aus den Logs, also den Planken da, sondern hier aus den Baumstämmen. Das finde ich, das sollte auf jeden Fall im normalen Minecraft noch mit hinzugefügt werden. Denn ja, das hat mir eigentlich schon immer gefehlt. Hier auch die Falltüren aus den Stämmen und aus den Logs. Das finde ich auch wieder sehr gut. Das finde ich, sollte auch hinzugefügt werden. Ja, außerdem kommen jetzt hier noch Tische hinzu. Auch aus ganz vielen verschiedenen Holzsorten. Ja, was ich noch sagen wollte, ist die Crafting-Rezepte. Die werde ich euch diesmal nicht oben einblenden, weil das einfach viel zu viel wäre. Also das steht alles auf der Wiki, das könnt ihr euch da nachlesen. Aber ich denke, das würde viel zu viel, wenn ich euch da jetzt jedes Crafting-Rezept oben einblenden würde. Und deshalb habt ihr das bis jetzt auch noch nicht gesehen, logischerweise. Ja, es sind jetzt noch Blöcke neu hinzugekommen. Auch, ja, habe ich ja schon gesagt, ne, Holzsorten. Aber jetzt auch noch hier Bricks zum Beispiel. Und da kann man dann auch wieder die normalen Items draus machen. Die haben dann halt nur eine andere Textur. Ja, die stellt man hier auch aus neuen Bricks her. Wie die ganz normalen Bricks halt. Nur die werden dann hier zu diesen Bricks. Ja, außerdem sind noch eine ganze Menge neue Items hinzugekommen. Ja, das sind zwar jetzt nicht alle Blöcke, also halt alle Bricks und so, die hinzukommen, aber das sind erstmal die wichtigsten, würde ich einfach mal behaupten. Und ja, deshalb werde ich auch erst nur die zeigen. Die anderen findet ihr auch entweder auf der Wiki oder könnt ihr selber herausfinden, was das so für Blöcke sind. Aber wie gesagt, das würde viel zu lang, die Mod-Vorstellung, wenn ich die alle zeigen würde. Es kommen auch neue Items und Waffen und sowas hinzu. Als erstes hier mal der Ender Troll Club, also der Ender Troll Club oder halt Keule. Das ist ein Rare Drop von Ender Trollen, die ich auch gleich nochmal zeigen werde. Ja, hier gibt es noch ein weiteres Ingot, wo man auch nicht die Standardwerkzeuge draus machen kann, aber man kann Waffen draus herstellen und die sind wirklich mega gut. Die machen fast doppelt so viel Schaden wie ein Diamantschwert. Und ja, das ist schon wirklich mega gut. Hier, das sind die ganz normalen Sachen als Tools von nur halt aus Great Wood hergestellt, aus den was ich euch da eben gezeigt habe. Und das hier. Aus diesem Holz dann kann man halt, wie gesagt, auch verschiedene, also halt die Standard-Tools plus noch diese Waffen herstellen. Denn es werden auch noch der Battlehammer
und die Battle Axe hinzugefügt, also Kriegshammer und Kriegsaxt. Ja, die könnt ihr euch wie gesagt auch herstellen. Außerdem gibt es eine neue Samensorte. Also die Ender Seeds. Ja, das war es, würde ich sagen, von den Items und den Blöcken. Und kommen wir jetzt mal zu den ganzen Viechern, die so hinzukommen. Denn ich denke, das ist das Beste im ganzen Mod. Vorher habe ich aber noch etwas vergessen. Und zwar gibt es auch zwei neue Dimensionen. Und ja, da habe ich jetzt herausgefunden, dass da die ganzen Bäume, die noch so hinzugefügt werden, dass die in diesen beiden neuen Dimensionen zu finden sind. Das hatte ich aber vorher nicht rausfinden können, da das mit den Portalen nicht so ganz funktioniert hat. Und jetzt habe ich das aber nochmal ausprobiert und da hat es funktioniert. Und da habe ich dann das rausgefunden mit den Bäumen. Die zwei neuen Dimensionen, die hinzugefügt werden, die heißen Kür und Land's End. Keine Ahnung, ob dieses Kür da jetzt richtig ausgesprochen wird. CYR. Keine Ahnung, was das ist. Aber wird auf jeden Fall hinzugefügt. Und die Portale werden aus dem Great Tree Lock gebaut, für in das Kür zu kommen. Und um in das Land's End zu kommen, muss man die Dense Whitestones benutzen. Whitestone Bricks. Anzünden tut man die dann mit einem Lenit-Ignitor. Stimmt das? Ja. Damit zündet man die dann halt an. Mache ich jetzt mit beiden mal. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein. Und ja, wir haben jetzt natürlich eine blöde Stelle bekommen. Wir sind direkt im Wasser. Aber da vorne ist auch schon Festland. Was man hier jetzt aber noch schön sehen kann, ist, es kommen neue Wasserpflanzen, werden mit hinzugefügt. Und zwar die Waterplants, also Wasserpflanze einfach. Die sind ähnlich wie Spinnenweben. Wenn man schwimmt, wird man langsamer. Und ja, das wollte ich hier nochmal zeigen. Jetzt hier, ich gehe jetzt auch nicht näher auf die neuen Dimensionen ein. Es sind halt einfach ganz normale Landschaften, wie normal auch. Nur die ganzen Biome sehen halt vollkommen anders aus, andere Bäume und alles. Und das ist eigentlich der Unterschied. Mehr will ich dazu auch jetzt gar nicht sagen, mehr will ich auch gar nicht zeigen. Wir gehen jetzt nochmal schnell ins andere. Und ja, ihr seht, die Sonne sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Die ist viel kleiner und irgendwie sieht komisch aus. Oder ist das die ganz normale? Ja, das, oder? Keine Ahnung. Kann sein, dass es die ganz normale Sonne ist und die halt nicht vom Texture Pack übernommen wird. Ja, kann gut sein, aber egal. Gehen wir jetzt noch ins andere rein. So, hier, wir sind jetzt hier im tiefen Wald. Aber ich denke, hier gibt es auch verschiedene Biome. Und hier ist tiefe Nacht, auch wenn es gerade Tag ist. Eigentlich habe ich das verboten, oder? Ja, es ist aber trotzdem Tag. Ja, ihr seht halt, es ist ein großer Wald, aber es gibt auch verschiedene Biome. Ich fliege jetzt nicht weit weg, sonst finde ich das Portal nachher nicht mehr wieder. Ja, und hier spawnen auch die normalen Monster überall und aber auch neue. Ja, das war es jetzt zu den Dimensionen. Jetzt kommen wir wirklich zu den Viechern, die noch hinzugefügt werden. Jetzt wirklich. So, ihr seht, es sind wirklich sehr viele Mobs, die hinzukommen. Und was ich wirklich mega nice finde, ist, dass die Spawn-Eggs keine Spawn-Eggs sind, sondern hier nochmal so ein cooles Zeichen für alle Mobs haben. Und das finde ich wirklich mega nice gemacht. Das wäre meiner Meinung nach echt cool, wenn das auch Vanilla Minecraft noch hinzugefügt würde. Fangen wir jetzt mal mit der ersten Reihe von den Mobs an. Fangen wir mit der Witch oder auf Deutsch Hexe an. Also ich finde das Design von den ganzen Mobs ist wirklich mega nice gemacht. Und ich finde die einfach mega Hammer, diese Witch, also Hexe.
Denn seht euch das einfach mal an. Die kann die Augen drehen, sind wirklich sau viele kleine Details drin. Und ich finde den Sound einfach nur so nice einfach. Die Hexe, die spawnt hauptsächlich, also nein, die spawnt nachts, aber sehr oft spawnt die auch in diesen Witch Huts. Jetzt hau doch nicht ab, Alter. Alte, muss man eher sagen. Und die greift euch mit so magischen Dings, ist keine Ahnung, magischer Munition an. Ihr seht sie hier. Ja, hat 30 Leben. Also das sind dann 15 Herzen. Und ja, die spawnt auch bei Nacht. Habe ich schon sehr oft gesehen. Was ich noch wirklich eine Verbesserung fände, wäre, wenn die verschiedenen Mobs auch wirklich nur in den Gebäuden spawnen. Also die Hexe zum Beispiel nur in der Hexen, im Hexenhäuschen und so. Oder Mumien. Mumien spawnen jetzt hier auch draußen. Und nicht nur in der Pyramide. Das finde ich ein bisschen schade. Finde ich noch. Ach, jetzt halt doch mal deine Schnauze, Alter. Ja, das finde ich auf jeden Fall noch gut, wenn das noch verändert würde. Kommen wir jetzt zum Affe. Ich finde die Sounds von der Mod einfach nur so nice. Genau, der Affe kann klettern und macht Geräusche. Mehr kann er nicht. Man kann ihn allerdings auch zähmen, und zwar mit Melonen. Und die kann man dann mit Äpfeln, wenn man die mit Äpfeln füttert, kann man die dann braten. Ich denke immer an Braten, aber es heißt doch brüten, nicht braten. Genau, mit Äpfeln kann man die dann brüten lassen. Als nächstes der Firewolf, also Feuerwolf. Eigentlich wie ein ganz normaler Wolf, kann man mit Blazewatts zähmen und ja, sehr stark, wenn sie einen angreifen. Dann haben wir noch einen Jack-O-Lantern, den kennt man ja vielleicht schon. Allerdings ist das jetzt hier ein Mob, der kann bei Tag und bei Nacht spawnen. Allerdings glaube ich, spawnt der nur bei den Witch Huts, denn es sind so die kleinen Helfer von der Hexe. So sehen die aus. Das Design auch wieder mega nice. Und ja, die greifen euch halt an. Und die greifen auch die meisten anderen Mobs an, die so in der Umgebung sind. Denn was ich auch sehr cool gemacht finde, ist, dass die Mobs sich auch manchmal gegenseitig bekämpfen. Je nachdem, ob die halt gegen euch oder also halt neutral sind oder ob die euch angreifen oder nicht. Auf jeden Fall, die greifen sich auch gegenseitig an. Also jetzt nicht die von die zum Beispiel verschiedene Jack-O-Lanterns greifen sich an, sondern zum Beispiel ein Jack-O-Lantern greift eine Schildkröte an oder was weiß ich. Das nächste ist der Jax oder Jack. Ich denke mal, das ist ein Fehler hier. Der heißt auch Jax-O-Lantern, aber soll wahrscheinlich Jack-O-Lantern, also soll Jack-O-Lantern heißen. Und hier der Jack, ich nenne ihn jetzt einfach Jack, weiß nicht, ob das richtig ist. Der ist mega stark, mega schnell, hat richtig viele Herzen. Und der spawnt nur, wenn eine Hexe einen Jack-O-Lantern aufnimmt. Hier seht ihr, der hat jetzt hier einen Mob angegriffen. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Jetzt greift er das andere auch noch an. So sieht der aus. Auch wieder mega nice gemacht. Ja, wie gesagt, der spawnt nur, wenn eine Hexe einen Jack-O-Lantern aufnimmt und den dann wieder platziert. Dann spawnt der. Und jetzt killen wir den mal. Los, so. Und da seht ihr, spawnt hier ein Kürbis, also ein Jack-O-Lantern. Und ganz viele weitere Jack-O-Lanterns. Was zu den Jack-O-Lanterns auch noch zu sagen ist, also zu denen hier, wenn man einen von denen angreift, greifen alle anderen, die noch so in der Umgebung sind, euch auch an. Also es sind so Rudeltiere sozusagen. Und dann gibt es noch die One's Choice Meat. Hier. Okay, da sollte man vielleicht Nacht machen. Ja, hör auf zu brennen. So, One's Choice Meat. Die sind eigentlich ziemlich ähnlich wie Zombies. Auch wieder mega nice gemacht, so vom Aussehen. Aber da fehlt etwas, wie ihr seht. Und zwar haben die keine Beine. Das ist sozusagen ein Zombie, wo der Oberkörper abgeschnitten wurde.
Und ja, die können Erde und Sand abbauen und sind so Helfer sozusagen von der Hexe. Und die spawnen auch im Hexenhäuschen. Da ist ein Spawner drin. Und wie man sich wahrscheinlich denken kann, sind die mega langsam. Jetzt gibt es noch eine Mummy oder auf Deutsch Mumie. So sieht die aus. Auch wieder sehr, sehr schönes Design. Hören sich an wie Zombies. Sind auch eigentlich ähnlich wie Zombies, haben nur mehr Leben, also Herzen. Und spawnen. Also ich fände es gut, wenn die nur in den Pyramiden zu finden sind. Aber ich habe festgestellt, die spawnen auch bei Nacht hier einfach irgendwo. Aber in den Pyramiden gibt es auch noch einen Mumienkönig. So sieht er aus. Der ist viel größer als die anderen. Und hat auch viel mehr Leben, wie ihr seht. Und ja, das ist halt der Endboss sozusagen in der Pyramide drin. Für das nächste, den nächsten Mob habe ich hier noch eine Pumpkin Chest aufgestellt. Das ist auch ein Item, was noch hinzukommt. Also eine Kürbiskiste. Finde ich auch sehr nice, wirklich. Jetzt kommen wir zu dem Mob, ein Scavenger. Und wenn wir den ersetzen, sehen wir, der ist wirklich mega winzig. Sehr klein hier. Hat 6 Herzen. Und der ist mega nützlich, denn er sammelt unsere gedroppten Items auf. Komm. Vorführungseffekt. Du sollst das Item aufsammeln, Junge. Alter, das gibt's doch nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, da lag ein Stein, den hat er eingesammelt und scheint nicht immer zu funktionieren, wie man eben gesehen hat. Und ja, eigentlich sollte er es jetzt in die Pumpkin Chest tun. Also mach das gefälligst. Genau, das droppt das Item auch noch, wenn man den auf ein halbes Herz runtergehauen hat. Normal sollte er es auch noch in die nächste Pumpkin Chest tun. Allerdings, wie ihr gesehen habt, hat das nicht so ganz funktioniert. Und heilen kann man die auch, und zwar, wenn man den Zucker, die mit Zucker füttert. Kommen wir jetzt zu den drei Turtles, die es gibt. Also Schildkröten. Die findet man in den Turtle Village, in oder in der Nähe von denen. Und da gibt es drei verschiedene. Einmal den ganz normalen Turtle Man. Dann Turtle Man Guard. Das ist halt so die Wache von denen. Und die ganzen Guards beschützen natürlich hier die ganz normalen Schildkröten. Und den Turtle Man King. Oder einfach nur Turtle King. Und hier, es ist wirklich mega viel Arbeit da reingesteckt. Hier auch in so kleine Details. Hier, der Stab dreht sich. Ich finde es einfach so hammer gemacht, alle. Als nächstes der Flower Man. Den gibt es in verschiedenen Farben. Und ist auch wieder sehr mega nice gemacht. Das sind neutrale Mobs und die spawnen Gras und Blumen und so. Überall da, wo die rumlaufen. Und das finde ich jetzt sehr blöd. Deshalb müsst ihr jetzt alle sterben, weil ich hier kein Gras haben will. Jetzt haben wir den Hill Giant, also Bergriesen. Und der ist auch sehr praktisch, denn er greift euch nicht an. Er ist ein neutraler Mob und attackiert aber böse Mobs. Also Zombies und so ein Müll. Und ja, sobald man ihn aber angreift, greift er euch auch an. Und wir killen ihn jetzt einfach mal. Und ja, mehr kann man zu dem nicht sagen. Aber wie gesagt, mega nützlich. Als nächstes haben wir noch etwas, wo das Design auch wieder megamäßig aussieht. Kann man nicht oft genug sagen bei dieser Mod. Und zwar ist das der Zyklops. Und ja, er sieht. Die Mobs sehen eigentlich alle an sich ziemlich ähnlich, so vom Design her. Und deshalb sehen die auch alle so gut aus. Ja, ich finde, hier sieht es ein bisschen komisch aus, dass der so ein relativ kleinen und dünnen Körper hat, aber so mega fette Arme. Das passt nicht so ganz zusammen. Aber das Auge und so sieht auch wieder mega, mega cool aus. Ein Rare Drop von diesem Zyklops ist das Auge vom Zyklops. Und das kann man auch wieder spawnen, wenn man das will. Das ist so ähnlich wie ein Schleim. Hat 5, also 2,5 Herzen. Und ja, ist eigentlich sehr schwach. Das nächste ist ein Ender-Troll. Und ja, es ist im Wiki steht,
dass das eine arme Kreatur ist, die von den Endermännern dazu gezwungen wurde, ihr Heim zu verlassen. Und deshalb greifen die Endermänner an, aber zu dem Rest sind die neutral. Außerdem greifen die auch die Hexen an, weil die auch versucht haben, ihnen ihr Heim wegzunehmen, aber da das nicht geschafft haben. Und ja, es ist halt so eine Geschichte, so eine kleine. Aber das ist auch der einzige Weg, um an diese Endertroll-Axt zu kommen. Keule meine ich. Denn diese ist ein Rare Drop von denen. Dann gibt es auch noch Villager. Hier ist einer. Die heißen hier Kobold, Knight, Butcher. Hier ist zum Beispiel ein Butcher. Was jetzt gerade genau ein Butcher ist, weiß ich gerade nicht. Aber es sind eigentlich ganz normale Villager. Ich denke mal, dass die in den Forts, die von in den Forts da drin sind. Aber zu denen steht auch überhaupt nichts zum Wiki. Über die steht auch nichts im Wiki, so genau. Oder ich habe das einfach übersehen. Aber deshalb kann ich euch da auch nichts Näheres zu sagen. Deshalb kommen wir jetzt mal zu dem nächsten. Und zwar sind das Doggies, also einfach Hunde. Die gibt es in drei verschiedenen Farben: in Gold, Braun und Schwarz. Und ja, das sind einfach, die sind genauso wie Wölfe, nur ich glaube, die greifen die einen an. Ne, die greifen einen nicht an. Der ist ja auch tot. Doch, okay, sind genau wie Wölfe, greifen euch an, wenn ihr sie auch angreift. Und können auch mit Knochen, genau wie die Wölfe halt, gezähmt werden. Jetzt wieder etwas, was es auch in verschiedenen Farben gibt, und zwar der Löwe. Den gibt es einfach ganz normal halt, dann in Schwarz, in Weiß und Verdianlein, keine Ahnung, was das ist. Die kann man mit rohem Fleisch zähmen. Ich finde, die sehen so süß aus hier. Vor allem der Weiß. Oh, wie süß. Die kann man dann auch mit einem bestimmten Sattel, kann man die auch dann reiten, nachdem man die gezähmt hat. Okay, das hört sich jetzt falsch an, aber egal. Und ja, die kommen in Gras, im G Grasland. Plain ist doch Grasland, oder? Ebene, keine Ahnung. In den Plains und in den Wäldern spawnen die. Dann gibt es auch noch Wildschweine oder Eber, keine Ahnung. Zu denen steht überhaupt nichts im Wiki. Keine Ahnung. Steht auch nicht, dass die da drin sind überhaupt. Steht überhaupt nichts zu. Also kann ich euch auch nichts Näheres zu sagen. Das tut mir echt leid. Jetzt haben wir hier noch die Hamster, also Hamster. Die sind auch sehr klein und so. Und die können dann von diesen Scavengers geritten werden. Warum die grüne Augen haben? Keine Ahnung. Als nächstes die Widow. Das ist sowas wie eine Spinne. Und da finde ich das Design auch wieder so Hammer. Also, ich glaube, wenn die Minecraft-Entwickler sich so viel Mühe mit den Mobs gegeben hätten, so vom Design her, ich fände das einfach so mega nice. Ja, die spawnen. Ich hab's heute nicht mit dem Sprechen. Die spawnen in dem Medieval, also in dem neuen Biom. Und dafür muss ich jetzt mal dahin fliegen. Oder besser gesagt, mich dahin zaubern. Und schon bin ich da. Ja, seht ihr, ich kann zaubern. Ich bin einfach der Beste. Ich kann alles. Genau, denn die können auch an den Bäumen hochklettern. Ach, dummes Miststück. Los, kletter da hoch. Wahrscheinlich hat es mich gesehen und greift mich an oder so. Auf jeden Fall, ich will jetzt, dass du dich da irgendwo dranhängst. Nichts funktioniert, Alter. Kletterst jetzt da an den Baum hoch und hängst dich jetzt da hoch. Verstanden? Ach, halt nicht. Auf jeden Fall einfach hier jetzt ein Bild eingeblendet. So sieht das aus, wenn die an den Bäumen hängen. Deshalb aufpassen, die können auch von oben kommen. Das hört sich jetzt wieder falsch an, aber dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Und wieder zurück. Das war jetzt falsch.
gegens Mikro gehauen, also falsch. Und wieder zurück. Und da sind wir wieder. Warum mache ich das eigentlich? Egal. So, jetzt der End-Ugre. Ugre, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ist mir jetzt auch wurscht. Ihr seht, der guckt so dämlich, Alter. Zudem steht auch wieder überhaupt nichts im Wiki. Fragt mich nicht, wieso. Alter, guckt der Behinderte. Guck mich nicht so dumm an, Alter. Ja, aber wie gesagt, das Design ist immer noch mega nice. Ja, ich stelle mir einfach, ich denke einfach, das ist ein Ork oder sowas. Und ja, ihr seht, mega stark, 200 Herzen. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil, wie gesagt, es steht nichts dazu im Wiki. Außerdem gibt es noch ein Enderbaba. Was? Enderbaba? Ja, Enderbarra. Und das ist auch ein Mob, wo nichts zu im Ding steht, im Wiki. Und deshalb kann ich da auch wieder überhaupt nichts zu sagen. Nur, dass es auch wieder sehr schwach ist und Piepsgeräusche macht. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was das ist und was das kann. Es gibt auch noch einen Dämon. So sieht das Ganze aus. Und den findet man im Nether. Und mehr steht dazu auch nicht. Es steht einfach ein Dämon aus dem... ein Dämon aus dem Nether. Und der ist auch wieder mega nice animiert. Also es sind halt so ein paar Kleinigkeiten mit reingebracht. Und los, mach es, los! Du sollst mich nicht mit deinem Kopf verfolgen, sondern erst diese blöde Animation machen. Komm, komm, los! Okay, halt nicht. Müsst ihr selber rausfinden. Schade. Hätte ich euch echt, echt gerne gezeigt. Ja, ja. Das nächste sind mehrere Ritter. Hier der Dark Knight, der Cobalt Knight. Hier, jetzt kann man auch mal sehen, die bekämpfen sich gegenseitig. Die sind aus verschiedenen Burgen. Los, los! Schlägerei! Schlägerei! Ja, der hat gewonnen! Yay! Dann gibt es noch den Obsidian Knight, den Templar Knight. Ja, die Unterschiede zwischen denen sind einfach die verschiedenen Rüstungsteile und die sind halt von verschiedenen Nationen und greifen sich dann deshalb gegenseitig an und spawnen einfach in den Castles. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil da auch wieder mehr nicht mehr im Wiki steht. Ja, dann jetzt noch den Boarombi. Ein Boarombi. Erstens steht da nichts im Wiki zu und zweitens kann man den nicht spawnen. Na super. Okay, übersprungen. Boarombi gibt es nicht, keine Ahnung, warum es den gibt, aber es gibt ihn halt nicht. Ich weiß, das macht jetzt keinen Sinn, aber egal. Dann der Viridian Knight. Ach, das ist auch ein Ritter. Ich dachte, ich hätte schon alle Ritter. Verdammt. Ja, ist halt auch ein Ritter hier. Mit Bogen, Pfeil und Bogen, um genau zu sein. Die haben übrigens auch, die Ritter, eine bestimmte Chance, dass ihre Rüstung gedroppt wird. Ja, und jetzt noch zum Schluss der Sand Knight. Ich dachte, ich hätte eigentlich schon... Oh, der sieht immer ein Hammer aus. Guckt euch das an, Alter. Boah, der sieht so nice aus. Oh, ich verlieb mich noch in diesem Mod, Alter. Ich denke mal, das ist der stärkste von den allen. Denn guck mal, der hat eine verzauberte Axt. Logischerweise hat die Zwergenhütte, die ihr vorhin gesehen habt, bei den Gebäuden, auch Bewohner. Und zwar die Zwerge. Hier, das hier ist ein ganz normaler Zwerg. Bewohner, die haben auch alle unterschiedliche Texturen und sehen mega nice aus. Und die haben auch verschiedene Werkzeuge. Manche haben ein Schwert. Manche eine Axt. Manche eine Spitzhacke. Und die greifen euch auch an, wenn man sie angreift. Dann gibt es noch die Warrior, also Krieger. Die sehen so aus, haben auch wieder unterschiedliche Items, aber haben halt noch eine Rüstung. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die einen nicht angreifen, wenn man die attackiert. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich im Game-Mode bin. Aber normal rennen die auf einen zu und fangen dann auf einen einzuschlagen, auch wenn die einem nichts können. Aber das scheint bei denen nicht der Fall zu sein. Und dann gibt es noch den Zwergenarbeiter. Das sind einfach die Arbeiter halt. Okay, die sehen jetzt gleich aus.
Okay, ich dachte schon, die sehen jetzt alle gleich aus, aber ist nicht so. Gibt es auch wieder verschiedene. Und zum Schluss dann noch den Zwergenritter. Ich dachte eigentlich, das wäre ein König, aber egal. König gibt es dann anscheinend nicht zu geben. Und dann killen wir den jetzt hier auch mal. So, als eins der letzten Mobs gibt es noch den Monster Hunter, also Monsterjäger. Warum brennt der denn bei Tag? Okay, machen wir Nacht. So, der Monster Hunter. Ihr seht, der ist so ein bisschen durchsichtig und der macht halt Jagd auf alle Monster. Ich kann ja jetzt hier mal einen. Nehmen wir mal einen Standard-Mob hier, einfach einen Zombie. Und ihr seht, er greift ihn sofort an. Warum habe ich jetzt einen Monster, einen Zombie mit? Helf mal dem mal. Ey Mann, jetzt habe ich den gekillt. Der sollte den auch killen. So, jetzt kill ihn. Los. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Monster den dann nicht angreifen, sondern sich dann einfach von dem killen lassen. Los, kill ihn halt. So, geht doch. Ja, er greift halt alle Mobs an. Und ich kill ihn jetzt nochmal. Okay, er scheint also jedes Mal einen Bogen zu droppen, obwohl ich die Drops von den Mobs eigentlich aus habe. Aber er scheint auf jeden Fall jedes Mal einen Bogen zu droppen. So, jetzt gibt es noch Fische. Und zwar schwimmen die hier alle. Alles gut. Warum sind die erst despawned? Alter, alles funktioniert heute. Super, wundervoll. Ach, ja, ist ja auch eigentlich egal. Es sind halt Fische, die in den Gewässern rumschwimmen. Und ja, wenn man die killt, droppen die. Ja, ich habe es ja ausgestellt. Deshalb ist es jetzt nicht der Fall. Aber dann droppen die Fische, logischerweise. Und wenn die auf Land kommen, hüpfen die halt so ein bisschen rum und nach einer Zeit bekommen die dann keine Luft mehr und kriegen Schaden. Es gibt auch noch sechs Fische, die bei mir irgendwie einen komischen Fehler haben. Hier, ihr seht, es ist einfach ein komischer Würfel, der ein bisschen rumhüpft und nach einer Zeit Schaden bekommt. Also es sind auch Fische, die auch in den Gewässern zu finden sind. Allerdings, wie gesagt, er funktioniert bei mir nicht gescheit. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wahrscheinlich ist es nicht normal, aber ob das nur so bei mir so ist oder keine Ahnung. Falls ihr das wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und ja, zum Schluss, der allerletzte Mob ist ein Airfisch und den finde ich richtig schön. Hier, seht euch das mal an. Das ist doch mal was Schönes. Ein fliegender Fisch über Wasser. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, ob der auch unter Wasser überlebt, aber wahrscheinlich schwimmt er dann nach oben. Jetzt habe ich diesen ganzen Müll wieder eingesammelt, Alter. So, wo. Ja, okay, da seht ihr, er kommt rausgeschwommen. An die Oberfläche. Und ja, es ist halt einfach ein kleiner Fisch, der über Wasser, der halt hier einfach rumfliegt und ja, finde ich wirklich eine schöne Kleinigkeit, die noch so das Spiel ein klein bisschen verbessert. Verschönert. Na, ihr wisst, was ich meine. Das war's von der Witches and More Mod. Ich hoffe, die Mod und die Mod Review hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Däumchen da, reißt es ab und klatscht es mir unten unter das Video. Bah, nee, lieber nicht, lasst das sein. Bah, bäh. Und ja, ich würde einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ja, die anderen müssen uns natürlich noch einen Begriff ausdenken in der Ach Zeit. Gott, denkst du rund, werden das überlegen, was das ist? Schrecklich. Genau, und wenn ihr denkt, dass ihr wisst, was es ist, oder halt, ja, einfach nicht im Chat schreiben, sondern einfach reinbrüllen. Was ist das? Mach den mal rein! Hallo? Dartscheibe. Nein. Kommst du an der Blutfleck? Ich auch nicht. Nein. Roter Ring. Das Auge ist sauber. Red Ring of Death. Nein.